Das große Gebäude am Elfenweg in Cuxhaven war bis 1975 ein Frauenwohnheim. 300 Mädelhaus wurde es von den Cuxhavenern genannt. Hier wohnten Frauen vieler Nationalitäten. Sie sind von weit weg gekommen, um hier in Cuxhaven in der Fischindustrie zu arbeiten. Bis 400 Frauen haben hier gelebt, darunter auch meine Großmutter. Ich bin Laura, bin 14 Jahre alt, komme aus Cuxhaven. Meine Eltern wurden in Spanien geboren, in Vigo, Galicien. Meine Großeltern waren die ersten aus meiner Familie, die hierher gekommen sind. Die sind im Elfenweg eingezogen, wo auch viele da gewohnt haben, wo die aus Spanien gekommen sind. Das Haus wurde 1926 gebaut, als die Fischindustrie in Cuxhaven einen großen Aufwind erlebte. Zuerst zogen dort Frauen ein, die aus dem Ruhrgebiet, aus Westfalen und Thüringen kamen. Später, Ende der 50er Jahre, wohnten dort hauptsächlich Gastarbeiterinnen aus dem Ausland. Sie wurden in Regionen angeworben, die am Meer lagen und deshalb Erfahrungen mit der Fischverarbeitung hatten. Viele kamen zum Beispiel aus der spanischen Provinz Galicien. Bei uns in Spanien war wenig Industrie. Und Fisch gab es nur in April, Juni, Juli und dann war aus. Und Deutschland brauchte viele Mitarbeiterinnen und dann haben die Verträge gemacht, dass die Spanier hierher kommen zu arbeiten. Die ersten Emigranten, die hier kamen, waren 1959, Ende 1959. Und 1961 war das weiter. Und da waren viele Menschen von Spanien, 3500. Ja, da war der ganze Süden nur Emigranten, spanische Emigranten. Für ganz Deutschland. Und da war ich dabei. Jeder Bahnhof, wo wir vorbeifuhren, waren die Deutschen mit Butterbrot, was zu trinken, Fanta und alles in die Tüte und haben jeder was gegeben. Und das fanden wir so toll. Wir haben gedacht, wir kommen in eine große Stadt, wo viel los war. Und Cuxhaven war so klein, wie ein kleines Dorf. Hat man vieles erlebt da drin. Da mussten wir 6 Frauen in einem Zimmer. Wir haben uns Sachen gesehen, wir sind ausgegangen. Die Männer warten vor der Tür, wenn die auf die Freunde gewartet haben. Die durften nicht rein. Da standen alle Männer vor der Tür, alle jungen Männer vor der Tür. Ja, das war das so. Ja. Und dann müsst ihr euch vorstellen, das Frauenheim war voll von Menschen. Und die eine hat manchmal auch Ärger gemacht oder eine Nacht Krach gemacht, und wie das Leben so ist. Wenn wir duschen wollen, mussten wir Groschen reinstecken. Wenn wir kochen, da gab es diese kleinen Gaskocher, mussten wir Groschen rein, Wäsche kochen, auch Groschen, alles mussten wir bezahlen. Und haben wir jeder über 50 D-Mark im Monat für das Zimmer. Und waren 6 Frauen in einem Zimmer. Sind gekommen, um Geld zu verdienen. Und unsere Familie und Eltern in Spanien unterstützen. Und sobald die uns die Arbeitsstellen gezeigt haben, da waren wir begeistert, ganz anders wie bei uns. Und mit vielen Maschinen, aber kalt. Mit Frischfisch, mit Eis. Und mussten wir arbeiten und immer die Hände in heißes Wasser. Ne, und weiterhin arbeiten zu können. Die Deutschen haben gearbeitet 8 Stunden und nicht mehr. Am Wochenende nicht gearbeitet. Und wir wollen Geld verdienen, haben wir von Abteilung zu Abteilung, den Meister immer gefragt, dürfen wir Wochenende arbeiten, da oder da. Ne?
Die waren froh und wir haben immer Arbeit gesucht. Hauptsächlich Frauen haben in der Fischverarbeitung gearbeitet. Ihre Tätigkeiten waren das Säubern, Entgräten, Ausweiden, Salzen, Spitten und Verpacken der Fische. Die Arbeitsbedingungen waren sehr hart. Sie mussten Nässe und Kälte aushalten, schwere Gewichte tragen und lange Arbeitsschichten durchziehen. Viele wurden krank. Aber das Schwierigste von allem war die Sehnsucht. Viele hatten ihre eigenen Kinder mit den Großeltern im Heimatland gelassen. Ohne Not geht niemand zu den Fischen, war ein gängiger Ausspruch. Das Geld, was sie verdient haben, schicken sie monatlich an ihren Eltern in das Heimatland. Ist sehr schwer. Ist sehr schwer. Keiner verlässt sein Land, wenn das nicht sein muss. Heimweh haben wir gehabt. Und als ich bin extra oben am Büro, habe ich gesagt, ich möchte zurück. Aber nachher, wo das Geld kam, dann war ich glücklich. Und die haben zu mir gesagt, wenn ich zurückgehe, dann muss ich den Vertrag bezahlen. Ne? Muss ich das zurückzahlen, was ich die Unkosten hatte, musste ich zurückzahlen. Ich hatte kein Geld. Dann habe ich gesagt, nee, dann hältst du das auf. Aber nach einem Jahr, da war ich so glücklich und so schön, das wollte ich nicht wieder zurückgehen. Und war für mich erledigt. Die Fischindustrie ging dann Mitte der 70er Jahre bergab und das Frauenheim wurde geschlossen. Heute erinnert uns der Straßenname an die Geschichte. Elfenweg heißt sie, weil die Jungfrauen mit Elfen verglichen wurden. Die Gastarbeiter aus Galizien, die hier blieben, bilden bis heute eine lebendige Gemeinschaft, die ihre Sprache und Kultur pflegt. Bei uns, da sprechen wir in Galizien Gallego, also es ist so ein anderes Spanisch, kann man so sagen. Aber wir zu Hause sprechen Castellano, das ist das Spanisch, was jeder sprechen kann oder spricht. Wir haben einen spanischen Club und ein spanisches Zentrum, machen wir Maifeste und ja, da treten wir auch auf. Also zum Beispiel ich bin in einer Flamenco-Gruppe im spanischen Club. Wenn zum Beispiel in Spanien ist, dann siehst du einfach eine neue Welt sozusagen, also ein neuer Ort. Es ist, also mir gefällt es.